In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen eine Internet-Webseite vorstellen, mit der Sie nervenden Foren-Usern etwas unter die Arme greifen können, doch nicht auf sehr reizende Art und Weise, sondern mit beziehungsweise auf einer gewissen Art und Weise, die dem User zeigt, dass er mit seiner Frage nicht wirklich willkommen ist und lieber hätte googeln sollen. Dazu gehen wir auf unseren Standardbrowser in unsere Standardsuchmaschine und geben ein Let me Google that for you. Als ersten Treffer finden wir auch direkt Let me Google that for you. Oder auch abgekürzt lmgtfy.com. Dort klicken wir einmal rauf. Und wie auch gut zu sehen hier, lass mich das für dich googeln. Also dem User, dem Sie zeigen wollen, dass er lieber hätte googeln sollen. Und dieser User wollte nach einem Tool namens zum Beispiel Skype suchen. Geben Sie einfach Skype ein, klicken auf die Google-Suche und hier unten bekommen Sie dann einen Link. Rechte Maustaste kopieren und wenn Sie direkt den Link ansteuern möchten, können Sie auf Losklicken. Aber in meinem Fall und so wie es auch gedacht ist, kopiert man sich diesen Link und schickt diesem jemanden diesen Link. Und ich demonstriere das, indem ich den Link hier oben in die URL-Zeile mehr oder weniger reinkopiere und steuere diese URL an. Und gut zu sehen ist dieser Pfeil und dass hier automatisch Skype reingeschrieben wird und danach gesucht wird. Mehr oder weniger war es das auch schon, was die Seite bzw. wozu die Seite erschaffen wurde. Und zwar, was ich schon anfangs gesagt habe, dass man in einem Forum unterwegs ist und gerne helfen möchte und unter anderem ein Neuling fragt, ja, zum Beispiel, wo bekomme ich Skype her? Und man merkt, dass dieser jemand einfach zu faul war, danach zu suchen. Dann geht man auf Let me Google that for you, tippt Skype ein und schickt ihm diese spezielle URL und er wird sich das nächste Mal vielleicht überlegen, ob er vorher selber mal googelt oder ob er weiterhin solche mehr oder weniger abweisenden Antworten bekommen möchte. Okay.